Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns nach wie vor auf dem Add-on Berlin X10 und fahren heute die Rücktour der Linie N43 hier vom Bahnhof Delto zurück zur Waldschenke, eigentlich bis zum S-Potsdam Hauptbahnhof. Wie man im Hintergrund hört, piept die Kasse schon, weil wir hatten ja eigentlich auch nur eine Minute Pause, aber die habe ich jetzt mal ganz schnell genutzt. Und wir fahren das natürlich mit diesem guten Stück, einen MAN DL09. So, dann mache ich nochmal ganz schnell wieder die Pfeile an. Ja, ich weiß, dass du piepst, dass du los willst und wir fahren jetzt auch los. Bitteschön. So, jetzt können wir losfahren. Bahnhof Telto. Da kommt etwas, das warten wir mal noch ab. Von da sieht's gut aus. So, dann einmal rum mit uns. Läuft da hinten jemand über die Straße? Den habe ich wieder nicht gesehen. Läuft da echt jemand über die Straße oder hat das bloß so... Nee, da läuft tatsächlich jemand über die Straße. Also Kind, bisschen besser aufpassen. So, hallo und gleich geht's los hier. Mozartstraße. So, ist denn da jemand? Nein. Blumenstraße. Gustl-Sandner-Straße. Hallo. Guten Tag. S-Bahnhof Teltow-Stadt, Marloer Straße. So, da werde ich mal auf die Kasse / auf den Fahrplan schauen, ob wir hier eventuell was abwarten müssen. So, die Kasse sagt, eine Minute zu früh. Der Fahrplan sagt,
Es Teltow Stadt. 2.18 Uhr, 2.17 Uhr sieht nicht aus, als wenn wir hier auf irgendwas warten. So, und die Rückfahrt. 2.14 Uhr, 2.32 Uhr sind wir wieder da. Das sind 18 Minuten. Naja, sagen wir mal grob 20 Minuten. Okay, ich würde sagen, Türe zu, oder? Kommt noch jemand? Na, wir warten mal noch einen klitzekleinen Augenblick. Na, gucken wir ganz kurz raus. Eine S-Bahn steht. Stehen sogar beide S-Bahnen. Okay. Jo. Na, okay. Wir gehen wieder zurück in unseren Bus. Oh, wir sind eigentlich sind wir sogar schon zu spät. Wenn wir mit minus 2 sind, sind wir schon zu spät. Also, dann jetzt los hier. Die Ampel ist auch ausgegangen. Vorhin war sie noch grün. Soll mir nur rechts sein. Nächste Haltestelle, bitte. Bürgertreff. Hallo. 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 Rulsdorfer Platz. Da kommt ein Kollege. Ich habe leider nicht gucken können, ob da welche Linie das ist, da ich mich auf die Haltestelle konzentriert habe. Ja, wie gesagt, im Video zurückspulen und noch einmal gucken, beziehungsweise ich kann ja dann gucken, Jahnstraße, wenn ich das Video beendet habe. Dann einmal aussteigen, bitte. Striewitzweg. Nicht so schnell. Nachts sollen wir hier nur 30 fahren, sagt das Schild. Also rollen wir hier mal schön durch, Teltow. Da steht jemand. Möchtest du mit? Nein, du läufst nur. Okay. Havelstraße. Wartestraße.
ist niemand. So, und dann gleich rechts einordnen. Ramradbrücke. So, diesmal halten wir wirklich an der richtigen Haltestelle, nämlich hier. Einmal aussteigen, bitte. So, dann einmal drehen da hinten über den Parkplatz und dann geht es weiter zur Weitschenke. Feuerwehr. Ja, da fahren wir hinten rum, wenn hier so viele Autos stehen. Spricht ja nichts dagegen. Da kam ja nichts. Dann raus mit uns. So, und jetzt gucken wir trotzdem an der anderen Haltestelle, ob jemand mit möchte. Nicht, dass ich wieder jemanden stehen lasse, so wie in der Hinfahrt. Das tut mir echt leid. Dann nehme ich jetzt lieber Verspätung in Kauf, die ich eh schon habe, und nehme noch jemanden mit. So, wie sieht's denn aus? Kann ich's gut machen? Nein, diesmal ist hier wirklich niemand. Okay, dann einmal durch mit uns. Jo. Und der Feuerwehr ist auch niemand. Schwarzer Weg.
Und noch ein Kreisverkehr. Na, so langsam wird's. Wenn ich noch ein paar Mal hier lang fahre, glaube ich, habe ich es drin, den Kreisverkehr zu fahren. Und dann beim nächsten Kreisverkehr verkacke ich es dann wieder. Ich kenne mich doch. So, dann dürfte es auch nicht mehr weit sein bis zur Weitschenke. Hallo. Puschkinstraße. Langsam. Aber hier ist niemand. Stahnsdorfer Hof. Wir sind mal nicht so wilde und halten das Rot ein und trinken mal einen Schluck. Weil noch zwei Haltestellen, dann haben wir es geschafft. Jo. Da geht die Ampel einfach aus. Finde ich klasse. Gut. Dann achten wir mal darauf hier. Stahnsdorfer Hof, ist da jemand? Ja, da steht jemand, der noch mit uns mit möchte. Hallo. Ja, und da sind wir wieder an der Weitschenke angekommen. Eigentlich geht es ja, wie gesagt, bis es Potsdam Hauptbahnhof weiter. Aber für uns endet. Jetzt ist aber gut hier am Bordstein die Fahrt. Ne, am Bordstein nicht. Ist auch egal.
Türe auf. Was sagt der Fahrplan? Der Fahrplan sagt 1 Minute 38 zu spät. Aber damit kann ich leben. So, dann schildert er schon wieder um. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht gleich wieder zurückfahren. Weil das will ich nämlich eigentlich nicht. Nee, eher habe ich so den Eindruck. Ach, wir machen jetzt eine Betriebsfahrt. Die Betriebsfahrt machen wir aber, wenn offline und nicht jetzt hier online, also sprich im Video. Sondern wir machen jetzt eine kleine Abmoderation. Und zwar war das jetzt die Rücktour der N43 vom Teltower Bahnhof über den S-Teltow Stadt wieder hierher zur Weitschenke. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr seid auch im nächsten Video wieder mit dabei, wo wir dann die nächste Nachtlinie hier in Berlin X10 fahren werden. Ja, und bis dahin sage ich dann erst einmal Tschüss.